So, ihr Schlawiner Knochen wieder hier. Ja, ihr seht hier gerade den Rest von dem Kampf, von dem großen, großen Kampf, von dem ich eigentlich letzten Video erzählt hatte. Ich wusste das selber nicht genau, denn ich habe die Dateien so aufgeteilt nach Datum und Uhrzeit, weil wenn dazwischen mal mehrere Stunden frei waren, dann habe ich das also so aufgeteilt, dass das halt das nächste Video wird. Einfach damit ich nicht wieder irgendwie 60 Minuten oder so zusammenklatsche und so. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen viel. Und deswegen wollte ich die coolen Sachen natürlich auch ein bisschen aufheben. Hier sieht man also den Rest. Man sieht auch, was ich hier dann aufgefahren habe. Ja, und ich habe Katyushas gebaut. Die sind hier in dem Spiel natürlich nicht mehr so hochwertig. Und die brauchen natürlich auch ein bisschen, die sind relativ langsam, sagen wir mal so. Aber, ja, man sieht, wie ich hier so ein paar Kürbisse umfahre. Das Coole an den Dingern ist, für mich sind das so Wegwerf-Raketenwerfer. Ich baue die einmal, ich munitioniere die nicht auf. Die feuern ihr Zeug raus, weil der Schaden ist relativ okay. Das sind noch 600 Schaden, machen die immerhin mehr als diese BRDM 1 und 2. Die Einser machen nur 125 oder 250 und die anderen 500 oder 125, irgendwie sowas, ne? Auf jeden Fall machen sie weit weniger als die Katyushas. Und dafür sind die Katyushas auch günstiger und verbrauchen natürlich weniger MP. Das ist für mich in Ordnung. Ja, wenn ich einfach irgendwie Kanonenfutter davor habe, ja, dann schicke ich halt das Kanonenfutter hin. Also hier so ein paar X-Panzer oder sowas, ein paar Gruppen. Und hier zum Beispiel zu sehen. Und oder genau diese was sind das? IS-2 oder so. Und schickt dann halt die vor und dann einfach mit den Katyushas ran und die knallen dann auch noch ordentlich das weg und die restlichen, ja, die lasse ich dann irgendwo zersemmeln, irgendwo an irgendeiner Basis, dann ist das weg und fertig, ne? Und dann baue ich die Nesten. Das macht mir gar nichts. Und die Bauzeit, klar, 5 Minuten ist relativ lang pro Katyusha, aber es funktioniert. Also für mich hat das erstmal so funktioniert und es war schon ziemlich cool. Später sind wir weiter oben an der Basis, zwischendurch gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu sehen hier, so dies und jenes hier, ein kleines Gemetzel, da ein kleines Kapuffen. Und sind wir an einer anderen Basis oben. Ja, da wollte der Kollege ran, der wollte die unbedingt da weg haben. Und dann dachte ich mir, okay, dann gucken wir mal, ne? Es war tatsächlich ein Furz anstrengender als gedacht. Einfach nur, weil der Typ, okay, die waren einmal aufgewertet, die Flaks. Es standen nicht viele da, ich glaube, es ist 8 Stück oder so. Aber er meinte, er war schon vorher dran, irgendwie den ganzen Tag über. Und gut möglich, dass das voll ausgebaut war. Also ich habe nur noch 8 oder so, oder 9, oder ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Irgendwas zwischen 7 und 9 da gesehen. Aber er hat natürlich die Flagge aufgestellt. Dadurch waren die natürlich ein bisschen heftiger. So wie der Kollege hier. Und ja, musste man halt auch mal ein bisschen rahlen. Und dann kam ein anderer, der überhaupt nicht... Es war nicht seine Basis, aber ich habe gesehen, die sind mittlerweile, da waren sie vorher nicht, daran kann ich mich erinnern, sind die in derselben Alli und deswegen hat er versucht, dem zu helfen. Ist auch mit BRDM hier so Raketenwerfern und so hin und her gefahren, haben wir einfach die Raketenwerfer weggemacht. Dann kam man mit ein bisschen Flak, weil er gesehen hat, oh, ich habe Helikopter da, aber ich habe hier Helikopter zurückgeholt und bin dann einfach mit meinen Raketenwerfern rangefahren. Dann ist er natürlich abgehauen und so weiter und so fort. Ja, die Basis haben wir letzten Endes auch noch geholt. War auch sehr unterhaltsam, aber das Beste ist wahrscheinlich immer noch das, was hier so abgeht. Ich finde, hier sieht man schön, wie ich noch so den Rest am Wegknatter und das hat richtig Spaß gemacht. Das war somit das Lustigste, was ich überhaupt in letzter Zeit hier so hatte, ne? Und ich fand es sehr unterhaltsam. Falls ihr so klack, klack, klack im Hintergrund hört, obwohl ich die Tür zu habe, ich höre, wie man dann halt so gerade irgendwas schneidet in der Küche, ne? Und zack, immer schön aufs Brett, ja, so muss das, ne? Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht allzu viel zu sagen. Wie gesagt, das ist der Rest hier von dem Basiskampf. Da ist, ich weiß nicht, ob das im Video davor zu sehen ist. Ich erkläre jetzt nochmal, warum ich teilweise das mich nicht mehr dran erinnere. Das ist, wenn dann so viele Sachen passieren und auch unheimlich viele Sequenzen sind. Deswegen mache ich das ja, deswegen teile ich das auch auf. Deswegen ist hier jetzt der Rest zu sehen. Das war auch gar nicht beabsichtigt, aber da lagen jetzt mehrere Stunden dazwischen. Und vom ersten Video sind das schon irgendwie 23 Sequenzen und hier sind das auch nochmal irgendwie 27 oder so. Und das sind einfach unheimlich viele Sachen. Ich muss die auch ein bisschen zurechtschneiden, weil der ja so aufzeichnet, dass man die untere Leiste noch sieht vom Windows und von oben. Und ich will einfach nur, dass man halt natürlich das reine Spiel dann sieht. Und manchmal erkennt er, dass das der Opera-Browser ist und dann nimmt er aus dem Browser auf, nimmt aber trotzdem die obere Leiste auf. Ja. Und das will ich, habe da keinen Bock drauf, dass man das sieht, ne? Meine gespeicherten Seiten, obwohl ich habe nichts gespeichert an Opera, das sind automatisch Booking.com, Bonprix und Facebook und all so ein Krempel. Otto-Versand, Amazon. Ne, Amazon, das klingt komisch, Amazon. So, wie auch immer. Ja, deswegen habe ich das ein bisschen aufgeteilt, weil es echt zu aufwendig ist, da 50 Dinge am Stück, obwohl ich es ja trotzdem mache, aber die sind dann auch einfach zu lang. Ich habe ja Videomaterial von 2 Stunden oder so gehabt, ne? Einfach jetzt von 2 Tagen wieder unheimlich viel Zeug auch, was dann da so los ist. Und ja.
Der andere Kampf ist eigentlich ein bisschen weniger. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ja, jetzt war mal kurze Denkpause hier. Der andere Kampf ist ein bisschen weniger unterhaltsam. Man kommt ein bisschen Störfeuer, hat eher was von Panzer Rush im Moment. Obwohl Panzer Rush. Ich sag mal so. Der Gegner dreht ein bisschen durch. Ach, hier sieht man doch schön, wie sie sich auch eine Basis holen. Ja, das Ding haben sie sich dann auch gekrallt. Ich weiß gar nicht mehr, was war das? So, boah, echt, seitdem ich hier wirklich. Das ist ein bisschen wie früher in Panzer Rush. Am Anfang. Oder, also als man noch nicht so lange gespielt hat, wo man noch ständig irgendwas zu tun hat, ständig Licht, blinkt irgendwas, irgendwas explodiert, ja, irgendwer greift irgendwo an, man verliert eine Basis, nimmt zwei andere ein und also ein Gerümpel, ne. Es ist teilweise wirklich heftig. Hier war irgendwas, es kann sein, dass es im Video davor war. Es kann sein, dass es im Video davor war. Ich habe die Sequenzen nicht alle durchgeschaut. Ich habe ja nur so lange geschaut, wie ich auch kommentiert habe. Übrigens, falls ihr euch mal wundert, warum hier so eine Schreibfehler sind. Ich schreibe manchmal im Dunkeln hier. Ihr wisst ja wieso, weil Madame dann hier schläft und ich will hier nicht noch Flutbeleuchtung anmachen und so. Deswegen schreibe ich nur mit Monitorbeleuchtung und das ist relativ dunkel dann. Es ist mehr so Intuition. Man hat ja noch so halbwegs im Kopf, wo die Tasten, welche Buchstaben wo sind, ne? Aber wie auch immer. Jedenfalls ein bisschen weiter unten. Ich weiß nicht, ob das in dem Video davor war oder hier. Da haben die eine Basis geholt, die haben irgendwem eine Basis abgenommen. Ich glaube, die gehörte einem von uns, genau. Haben sie abgenommen, einer fährt rein, Kollege schießt ihm all das Zeug wieder weg, da hat er noch nicht viel stehen gehabt, da irgendwie erst die zwei Flachs und dann war einer am Bauen. Ein anderer fährt rein, das Ding schießt er ihm auch dann wieder weg und dann ist dieser andere Typ reingefahren, dieser Yoda, der Besitzer der gegnerischen Alida, von dem ich auch im letzten Video erzählt habe und ich musste lachen, dachte ich, ey, dreimal musste man diese Basis zerballern, ne? Und der hat natürlich sofort dann aufgewertet, ne? Der ist nicht so, fackelt da nicht lange. Sagen wir mal so, wir haben keine Angst vor ihm, das macht ja nichts. Es geht halt nur darum, wenn. Ich habe gesehen, dass der gerade reinfährt. Dachte ich, nein! Und der Kollege meinte dann so, ja, jetzt hat er sie genommen, ne? Und dann wussten wir auch, okay, da wird jetzt die Flaks sind jetzt natürlich dann sofort aufgewertet. Und das wird ein bisschen schwieriger dann auch da, das Ding jetzt zurückzuholen. Aber man hat ja noch genug andere Sachen und so. Hier sieht man auch mal schön, wie die Schiffe unterwegs sind. Wir machen hier wenig mit Schiffen. Ich sehe auch eigentlich keine Schiffe. Ich habe mal ein U-Boot gebaut. Aber das wurde mir relativ schnell zerpflückt dann. Eigentlich wollte ich damit nur spionieren, aber ich habe mittlerweile auch schon gesehen, was ich sehen wollte. Und ich werde nicht allzu viel verraten, man weiß ja nie, wer hier zuguckt, ne? Ja, und ansonsten gibt es eigentlich auch nicht allzu viel zu sagen. Ich glaube, ich habe alles durchgeplappert hier. Ihr könnt ja auch mal ein Video gucken, ohne dass ich die ganze Zeit labere, ne? So, macht ja auch nichts. So, wie gesagt, also da kommt noch ein Kämpfchen, bleibt mal noch am Start hier, könnt euch noch ein bisschen Geballer reinziehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, wie am Fließband jetzt hier. Haut rein, bis denn dann und ciao, ciao.